Und mein Dank gilt einer ganz besonderen Person, die heute mich hierher begleitet hat, was sie selten tut, wenn es um politische Begleitung geht. Aber die und ohne die, die meine feste Burg ist, wenn ich das in Anlehnung an einen Luthersatz sagen darf, ohne die ich mein politisches Leben nicht hätte leben können und diesen Wahlkampf nicht hätte bestehen können. Deshalb ausnahmsweise und sehr stolz ist meine Frau Inge bei mir. Vielen Dank, liebe Inge.